wie viel Bewegung ein Hund braucht, ist letzten Endes auch wie bei uns individuell unterschiedlich. Also wenn ich mir die zwei Extreme überlege, ich hätte einen Windhund, der braucht so viel Bewegung, wie er kriegen kann. Der macht nichts anderes. Und als Gegensatz dazu habe ich vielleicht einen Hund, der längst aufs Sofa gezüchtet worden ist. Wenn ich einen Mops habe mit extrem engen Atemwegen, mit sehr kurzer Nase, die also ja im Normalzustand schon so Atemprobleme haben, den kann ich gar nicht großartig fordern oder muss es in Maßen tun. Also an einem heißen Sommertag brauche ich mit einem Mops keinen 3 Stunden Spaziergang zu machen. Das überfordert den schlichtweg. Und so muss man es eben an die Konstitution und an den Gesundheitszustand des einzelnen Patienten oder eines einzelnen Tiers anpassen. Wichtig ist, junge Tiere, die noch nicht ausgewachsen sind, muss man auch allmählich an Belastung ranführen, damit man deren noch in Entwicklung befindliche Gelenke nicht überbelastet. Also mit denen muss man ein bisschen langsam machen.